Hallo und herzlich willkommen im Wald bei Scheißwetter. Wir machen ein bisschen Gefahr, passt ja gut zum Wetter. Ne? Inwiefern Regen jetzt eine Gefahr ist, muss ich mir noch überlegen. Aber es regnet nur ein ganz bisschen, also ne? Nicht so dramatisch. Deswegen kann ich hier auch noch eine Weile hocken, trotz Angst um meine Kamera, dass die nicht nass werden darf. Und die Bäume helfen ja auch ein kleines bisschen, noch ein wenig den Regen abzuhalten. Wenn auch wirklich nur ein kleines bisschen, weil es ist halt Winter. Da ist jetzt nicht so viel Laub da oben, also Herbst. Winter, Übergang, so irgendwas. Da hinten liegt Schnee. Liegt daran, dass ich in der Schweiz bin. Ne? Die haben Berge, da liegt relativ früh Schnee. So, ja gut, jedenfalls aus der Schweiz heute mal Gefahr, und zwar der Hunter-Virus. Das Ding ist jetzt eine ernstzunehmende Gefahr, also nicht ein Spaßgefahr-Video mit Pseudo-Gefahr, sondern ein ernst gemeintes. Ne? Also folgendes, das ist natürlich ein Virus, und zwar ein RNA-Virus. Das heißt, das Ding injiziert in die Zellen, an denen es ankommt, eine eigene RNA, die getarnt ist als zelleigene RNA. Wer jetzt nicht weiß, was RNA ist, kann es entweder googeln oder Ribonukleinsäure nachgucken oder muss damit leben, dass er das nicht weiß. So, die Zelle jedenfalls baut dann das, was auf dieser RNA draufsteht, und was da draufsteht, sind halt weitere Viren. Deswegen, weil dann das körpereigene Immunsystem hoffentlich bald feststellt, dass da irgendwas schiefläuft in der entsprechenden Zelle, wird als Immunantwort Körpertemperatur ordentlich hochgeschraubt und man kriegt erstmal fieberartige, grippeartige Symptome. So, das ist jetzt ein Problem, weil anders als eine normale Grippe kann so ein Hunter-Virus ziemlich böse ausgehen. Und eine normale Grippe kann auch ziemlich böse ausgehen, ja? So ist das nicht. Aber ist halt doch nochmal ein Zacken fieser. Gegebenenfalls kann so verlaufen. Und jetzt möchte ich gleich mal die Panikmache etwas vermeiden und darauf hinweisen, dass wir in Deutschland noch keinen einzigen Todesfall durch ein Hunter-Virus, also eine Hunter-Virus-Grippe, würde ich es jetzt fast mal so nennen wollen, weil es ja, da ist ein großer Wurfteller, ne? Also nicht wundern, was das da drüben ist. Weil es ja im Grunde tatsächlich auch eine Form von Grippe irgendwo darstellt, ne? Vom Krankheitsverlauf her. Kann zu Nierenversagen führen, aber es gab noch keinen einzigen Todesfall bisher in Deutschland durch eben dieses Hunter-Virus. Und da müssen wir uns also nicht allzu große Sorgen machen. Mit unserer medizinischen Versorgung übersteht man das relativ gut. Man braucht vor allen Dingen viel Flüssigkeit, um eben zu vermeiden, dass die Nieren versagen. Und dann lässt sich das bisher zumindest immer relativ gut ausheilen, heilt auch vollständig aus und hinterlässt bisher auch in seltensten Fällen irgendwelche nennenswerten Spätschäden. Scheiß Regen. Jetzt wird das auch noch mehr. Naja, jedenfalls so viel erstmal zum Überblick. Das Ganze wird übertragen von der Rötelmaus. Die Rötelmaus ist eine sehr sympathische Mauseart, die sehr häufig vorkommt in sämtlichen mitteleuropäischen Wäldern. Ich mag sie trotzdem, denn sie kann nichts dafür, dass sie den Hunter-Virus überträgt oder das Hunter-Virus, weil sie ist nur Zwischenwirt. Der Virus selber macht der Maus überhaupt nichts. Der nutzt die Maus quasi als Vektor, um sich übertragen zu lassen, und da kann die Maus ja nichts dafür. In krassen Fällen, die allerdings in Europa sehr selten sind, kann das Hunter-Virus auch noch zu einer gewissen Störung der Blutgerinnung führen. Das kann so weit gehen, dass man auch anfängt, an irgendwelchen Stellen zu bluten, wo man das normalerweise nicht tut, weil halt einfach die Blutgerinnung derart stark gehemmt ist. Das ist natürlich dann umso gefährlicher für Leute, die ohnehin schon Probleme mit ihrer Blutgerinnung haben. Also sprich, irgendwelche Bluter und Ähnliches müssten da besonders vorsichtig sein, dass sie dann am besten wirklich nicht mit dem Hunter-Virus in Kontakt kommen. Infektionswege ist einmal tatsächlich die Möglichkeit, dass man von einer Rötelmaus gebissen wird. Das ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, wäre aber dann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ein infektiöser Biss, denn 70% der Rötelmäuse etwa, das ist ein Wert für Deutschland, sind bis zu 70% sind eben befallen vom entsprechenden Virus. Das heißt, na, da hat man schon gute Karten, ne, wenn man sich von der Rotelmaus beißen lässt. Außerdem infektiös ist die Maus im toten Zustand. Ne, also nicht die tote Maus essen oder in die Hand nehmen oder am besten halt in irgendeiner Form gar nicht berühren. Weiterhin der Mäusekot, der Mäusespeichel und sonstige Substanzen, die in irgendeiner Form von der Maus abgegeben werden. Ne, also alles an der Maus im Grunde, kann man sich ganz gut merken, ist infektiös. Und die Infektion kann sowohl über Einatmen, als auch über Verschlucken, als auch über eben entsprechend direkten Blutkontakt, bei Kontakt mit offenen Wunden und solchen Späßen, alles eben entsprechend erfolgen. Also jeder denkbare Infektionsweg ist tatsächlich möglich. Leider lebt der Virus auch noch eine ganze Weile, nachdem der Wirt, also die Maus in diesem Fall, verstorben ist. Und deswegen ist auch Mäusekot eben noch über einen ziemlich langen Zeitraum hinweg potenziell infektiös. Ziemlich lang heißt,
sagen wir mal, bis 2 Wochen. Danach ist dann irgendwann Schluss. Da aber ja wahrscheinlich da, wo Mäusekot liegt, immer mal wieder frischer dazukommt, weil nicht zu erwarten ist, dass da nur mal einmal eine Maus durchgelaufen ist, ist halt auch mit einem ständigen Infektionsrisiko zu rechnen. So, Hauptinfektionsweg ist Einatmen in Form von Aufstauben des Virus. Das Virus selber kann man nicht aufstauben, also das ist kein Partikel, den man aufstauben kann und dann fliegt er durch die Gegend und infiziert einen, sondern der Virus hängt an anderen Staubbestandteilen dran. Wenn es also nicht staubig ist, dann kann der Virus auch nicht aufgestaubt werden. Soll heißen, ist alles nass, so wie jetzt, im Wald völlig harmlos. Da muss man sich wirklich überhaupt keine Gedanken um den Hunter-Virus machen. Ist es wirklich furz trocken und wirklich auch sämtliche Biomasse, die am Boden liegt und so weiter, richtig durchgetrocknet, dafür müsste es schon sehr trocken sein, dann ist es möglich, dass irgendwas, das im Wald staubt, zum Beispiel forstliche Tätigkeiten, Holzstämme aufstapeln, Holz hacken, generell sämtliche Arten von forstlicher Tätigkeit, die da Forstwirt durchführt und auch unser eins als Waldläufer, wenn wir auf die Idee kommen, große Holzmassen zu bewegen, weil wir uns eine große Hütte bauen wollen, dann wäre es sinnvoll, bei sowas, also erstens mal das große Hüttenbauen sowieso sein zu lassen und zweitens dabei einen Mundschutz zu tragen, wenn man es dann nicht sein lassen kann. Also wirklich einen ordentlichen, so diese schönen weißen Dinger, die man da eben entsprechend kennt, das reicht völlig, weil es muss ja nur der Staub gefiltert werden. Der Filter, den man da auf dem Mund hat, muss nicht so fein sein, dass nicht mal mehr ein Virus, die wirklich super, super, super klein sind, entsprechend durchgeht. Also nicht völlig übertreiben. Des Weiteren gibt es häufiger wohl wahrscheinlich, soweit wir das rekonstruieren können bisher, Infektionen durch Leute, die ihre Werkstatt ausfegen und in ihrer Werkstatt oder in ihrer Scheune oder in ihrer Hütte, die sie irgendwo auf ihrem landwirtschaftlich genutzten Grundstück oder auch im Wald gegebenenfalls haben. Da macht man sauber und fegt da rum und es staubt. Und dass sich da irgendwo Mäuschen eingenistet haben, ist halt leider ziemlich realistisch. Und dann scheißen die dahin und dann hat man auch gegebenenfalls Hunterviren abbekommen. Wichtig ist jetzt noch zu sagen, nur weil man einen Virus abbekommt, 1, 2, 3, 4, 5 oder auch ganz viele Hunterviren, heißt das jetzt noch lange nicht, dass man krank wird. Es ist wie mit Grippeviren, davon bekommen wir auch jede Menge ab. Vermutlich, wenn wir einmal mit der U-Bahn fahren oder ähnliches und deswegen werden wir auch nicht jedes Mal krank. Das Immunsystem funktioniert ganz gut gegen Hunterviren, die werden also recht zuverlässig abgewehrt und man kann so sein eigenes persönliches Infektionsrisiko so ein bisschen daran abschätzen, wie leicht man eine Grippe bekommt. Ne, reicht's, wenn man bei beginnendem Herbst einmal mit der U-Bahn fährt und eine dieser lustigen Stangen zum Festhalten anlangt und danach vergisst, ohne sich die Pfote zu desinfizieren, diesen hier zu machen, dann wird man schon krank. Wenn man ein solches Immunsystem hat, dass das häufiger vorkommt, dann sollte man sich um Hunterviren wirklich, wirklich Sorgen machen. Ne? Also das ist ja nichts Schlimmes, dass man häufig Grippe bekommt, dafür kann man ja nichts. Wenn man hingegen relativ immun gegen Grippe ist oder gegen sonstige Erkältungskrankheiten, sage ich jetzt mal vorsichtig, dann wird einem wahrscheinlich auch der Hunter-Virus wenig anhaben können. Dann ist also auch da nicht notwendig, sich da allzu viele Gedanken drum zu machen. Aber bei so richtig trockenem Wetter und so richtig staubenden Tätigkeiten im Wald würde ich schon wirklich empfehlen, für jeden, der das regelmäßig durchführt und jetzt nicht nur einmal, so einen Mundschutz anzuziehen. Als Behelf kann auch irgendein Tuch, ein Taschentuch, ein Halstuch, ein Schemmeck oder auch ein Stück Klamotte andererseits oder man zieht sich das T-Shirt von unten über den Maul, irgendwie sowas, verschiedene Möglichkeiten. Das kann auch schon sehr stark helfen, weil wie schon erwähnt, wir wollen nur nicht, dass der Staub eingeatmet wird. Wir müssen nicht ein virusdichtes Filtergewebe hinbekommen. Ne? So, ja, und sonst Rüttelmäuse, so niedlich die auch sind, man sollte sie vielleicht nicht unbedingt allzu sehr kultivieren und allzu sehr anfüttern aufgrund eben dieser Infektionsgefahr. Weitere Gegenmaßnahmen, muss ich nochmal gucken. Ja, Handschuhe, wenn man jetzt eine Werkstatt hat und die halt eben entsprechend ausfegen möchte, wo man Angst hat, dass da Hunterviren drin sein könnten, dann auch noch zusätzlich Handschuhe anziehen, Mundschutz und Handschuhe, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Handschuhe halt hinterher so einmal Handschuhe wegschmeißen, ne? Nicht dann noch aufheben oder sehr gut sauber machen. Für die Virophobiker unter euch noch eine schöne Information, damit ihr Angst haben könnt. Potenziell ist auch eine Übertragung durch das Trinkwasser möglich. Wenn also eine tote Rötelmaus in einen Bach fällt und wir trinken aus diesem Bach einen Meter unter der toten Rötelmaus, die da rumliegt, dann könnte es potenziell möglich sein, dass wir uns dann auch wieder entsprechend mit dem Hunter-Virus infizieren. Aber da geht eine Menge Wasser durch so einen Bach, ne? Und so eine Maus enthält nur
ein paar Millionen oder vielleicht auch ein paar Milliarden Viren, ist relativ egal, dass die Chance, dass das passiert, das ist einfach, ne? Aber potenziell ist das möglich. Und angenommen, wir wären im Mittelalter und wollten den Brunnen eines feindlichen Fürsten vergiften, dann könnten wir einen Sack Rötelmäuse in den seinen Brunnen werfen. Dann hätten wir wahrscheinlich relativ gute Chancen, dass der Brunnen tatsächlich vergiftet dann ist. Aber man müsste schon einen ganzen Sack Rötelmäuse entsprechend reinschmeißen. Ne? Was haben wir noch Schönes? Ja, nochmal der Hinweis, gestorben ist noch keiner. Oh, und das ist auch noch schön, wenn man mal den Hantavirus erwischt hat, dann ist man nach aktuellem Kenntnisstand entweder für viele, viele, viele Jahre oder sogar lebenslang immun. Das ist doch schön, ne? Das hilft wunderbar gegen entsprechende weitere ähnliche Erkrankungen. Man kann entsprechende Antikörper, die wunderbar auf diesen einzelnen Virus passen, noch jahrelang nach der Infektion entsprechend nachweisen. Ob es nun lebenslang oder nur sehr lang ist, wissen wir deswegen nicht, weil der Hantavirus noch gar nicht so lange bei uns vorkommt und wir demzufolge gar keine über viele Jahrzehnte Studien in irgendeiner Form machen konnten. Ja, wie denn, ne? So, und andere schöne Sache, ein Impfstoff ist im Entwicklungsstadium, man arbeitet also dran. Es ist im Grunde nicht weiter schwierig, dafür einen Impfstoff herzustellen. Also jetzt nicht so schwierig wie bei Ebola oder so einem Krempel, sondern es dauert halt einfach, weil dieser ganze Prozess nun mal durch 7000 Testverfahren und so weiter und so fort laufen muss und die Entwicklung des Viruses auch erst seit ein paar Jährchen eben entsprechend wirklich vorangetrieben wird. Könnte bald soweit sein, könnte auch noch ein paar Jährchen dauern. Ich finde, man muss sich sowieso keine großen Sorgen machen. Wenn allerdings der Impfstoff da ist, dann wäre es natürlich empfehlenswert für ja tatsächlich Leute, die regelmäßig im Wald arbeiten oder sehr, sehr, sehr nah am Wald, also sprich einen Garten ganz nah am Wald haben oder wirklich insgesamt super viel Zeit eben in der Landwirtschaft verbringen. All solche Leute sind potenzielle Risikokandidaten, die dann über so eine Impfung vielleicht nachdenken könnten. Gut, das wird's gewesen sein, soweit ich weiß. Und das ist der Stand der Dinge zum Hantavirus. Also bestimmt kein Grund zum Panik haben, aber man kann ja mal dran denken, wenn es im Wald unglaublich staubt. Ah, Hauptstaubquelle im Wald, müssen wir auch noch mal kurz erwähnen, staubiger Forstweg. Ne? Wenn man da mit dem Fahrrad drauf rumfährt oder mit irgendeinem schlimmeren Transportmittel drauf rumfährt und man zieht so eine richtige Staubwolke hinter sich her oder man fährt einem Auto, das im Wald gefahren ist, mit dem Fahrrad hinterher und atmet dann einen Haufen Staub, der da vorne aufgestaubt hat, entsprechend ein. Das ist mir auch schon passiert, da musste ich dran denken bei der Recherche zum Hantavirus. Sowas ist potenziell schon sehr gefährlich. Ne? Das ist so. Mir ist nichts passiert, aber es könnte potenziell schon wirklich sehr gefährlich sein. So, also vor allem Wege. Aufpassen und jetzt macht's gut und lasst euch nicht betüxen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.